Recht herzlich willkommen zur 15. Folge von Stellaris. Ja, wir waren letztes Mal mit unserer Bilanz beschäftigt, die ja 0,16 Minus hat. Ja, was ist das Problem? Gute Frage. Baukosten, hier sieht man Wirtschaftseffekte. Hier oben produziert 38,97 und hier Schiffsunterhalt, Armeeunterhalt, Stationsunterhalt, Gebäudeunterhalt ist das, was so viel kostet. So, das würde bedeuten, wir müssen gucken, dass wir irgendwo was Positives hinkriegen. Vielleicht gehen wir tatsächlich hier mal drauf auf die Oberfläche gucken und schauen, ob wir hier nicht so einen hier. Ah, da ist nur einer frei. Nahrung können wir nicht wegnehmen. Da geht sowieso schon einer nicht. Das würde bedeuten, wir können die Bilanz ändern, indem wir zum Beispiel den nach da schieben, ne? Dann müsste die Bilanz wieder positiv sein, richtig? Ja, ist sie auch. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Pause ist drin, die können wir auf jeden Fall erstmal rausmachen. Wir sind unterwegs an einem Systemerkundung, die im oberen Bereich hier oben lag. Ne? Hier oben wollen wir irgendwo ein System erkunden. Da. Ist da schon einer hin unterwegs? Ja, findet schon statt. Gut, hoffentlich haben wir hier mal eine bewohnbare Welt, denn die brauchen wir vielleicht noch, ne? Construction complete. Okay, da ist in dem anderen The System vorher spaceports have wahrscheinlich was upgraded passiert, the oder? orbiting fleets, build new ships and Okay, upgrade the station itself. ja, da müssen wir jetzt doch Important. noch in die Option und müssen diesen Herrn da mal gerade sagen, dass er nichts mehr zu sagen hat, ne? Habe ich doch vergessen, vorher runterzumachen. Kein Berater, der hier was vollsabbelt. Gut. Was haben wir hier? Ein aktives Gebäude. Ja, zwei sogar, weil wir nicht genug Personen hier haben. Kommt denn irgendwo noch einer zu? Sieht gerade nicht so aus, ne? Vielleicht ist auch die Bevölkerung schon voll da, oder? Steht der Fall? Okay, man kann das Gebäude verbessern, das würde ja mehr Geld bringen, ne? Würde ich sagen. Was haben wir denn drauf? Kann man das irgendwo sehen? Ach so, Kraftwerk 1 ist im Bau. Und das können wir da machen. 2. Und das würde ja bedeuten, hier geht das auch. Und da geht das auch. Ja, doch, verbessern. Geht nicht, will er nicht. Ah. Dann kriegen wir da auch mehr Möglichkeiten. Hier geht das auch. Forschungslabor. Ach so, okay. Da müssten wir dann Biolabor oder Physiklabor uns entscheiden für. Was steht da? Einnahmenverluste erforderlich 1. Dann lassen wir das erstmal noch so stehen. Ja, lassen wir erstmal so. Gut, dann sind wir auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung der Bilanz wahrscheinlich dann, oder? Macht das erstmal weiter. Wir gehen hier hin und gehen nochmal hoch. Wir waren ja hier unterwegs, um zu gucken, was er da forscht. Der ist wohl erforscht? Nix. Na klar, was war das nochmal? Ach so, ja. Ja, das hatten wir auch geklärt, ne? So, die sind jetzt hier auch durch. 0%, super, hm? Läuft, ne? Oder wie soll man das sagen? Das war das Nachbarsystem. Konstruktionsschiff. Baut noch, ne? Ja, genau. Okay. Wieder zurück. Gucken wir da mal rein. Ach, hier ist auch noch nicht gebaut. Das geht da, glaube ich, auch noch, ne? Bewohnbarkeit nicht, aber wir können hier drei Energie holen und da auch zwei. Okay. Dafür muss das Konstruktionsschiff aber erst fertig sein, das kriegen wir ja die Meldung. Oder haben wir noch weitere Konstruktionsschiffe? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, ich glaube, wir haben nur eins, ne? Vielleicht sollten wir den Bau von Bergbaustationen. Flotte reparieren, Flotte verbessern.
Ja. Nein, wir brauchen nur ein Konstruktionschip im Moment, würde ich sagen. Oder, ja, das ist soweit damit unterwegs, genau. So, hier hatten wir ja reingeguckt, ne? Mal auf Oberfläche. Achso, da geht noch was. Da müssten wir uns dann überlegen, welches von beiden wir machen würden. Mach das einfach und da war jetzt irgendwie ein Thema. Bauvorhaben abgeschlossen, okay. Konstruktionsschiff, aber hier sind noch mehrere Konstruktionen möglich. Na, dann lass die noch bauen. Zieh du mal nach da. Okay. Lass den arbeiten. Und Außenposten. Achso, wir waren hier stehen geblieben. Das haben wir gemacht. Hier geht eigentlich auch was. Bergbaunetzwerk 2 machen wir einfach. Da auch. Auch. Hier können wir jetzt nichts verbessern. Jetzt gehen wir. Demis Prime. Da geht tatsächlich auch schon einer. Schiffsunterkunft. Planetarer Außenposten. Ja, machen. Sonst ist hier nichts. Man könnte höchstens hier noch was entfernen. Da wird aber der noch kommen und dann da noch zwei. Ne, das machen wir erstmal nicht. Das reicht noch. Dann gehen wir hier hin. Hier ist auch alles green. Sind auch noch genug möglich hier, dass die Kolonie noch wachsen kann, ne? So, jetzt müssen wir mal anhalten. Das ist ein bisschen viel. Ingenieur hat keinen Wissenschaftler vor Ort. System erkundet. Okay, gucken wir doch mal rein. Den hatten wir schon, ne? Null. Auch null. Der Mond dazu. Kriegen wir den auch noch angepackt. Karge Welt. Den hatten wir ganz am Anfang. Auch null. Null. Und null. Und gar nichts. Ja. Dann nehmen wir mal so. Gucken hier. Da sieht man nichts. Aber wir können ja mal System erkunden machen, ne? Ja, doch, sind doch ein paar Asteroiden da dann. Sollen die das mal machen? So, hier Anführer verstorben. So, Anführer ist gestorben. Das war er hier. Dann müssen wir da jemand Neues haben. Hier haben wir jemanden mit 5. Warte mal, das war Wissenschaftler, Ingenieur, ja. Ja, Wissenschaftler sind es auch, das ist auch klar. Ja, dann zack. Ach so, die sind schon. Nein, nicht. Da muss man rekrutieren. So sieht's aus. Na, Fähigkeiten sind ja top, ne? Wissenschaftler sind es 3. Mathieu Moreau, Alberto Fabbrini und Paola Mazzitelli. Oder so ähnlich. Fachwissen neue Welten, Fachwissen Industrie, Fachwissen Informatik. Industrie 10%, Computerwesen 10% und hier unten. Forschungswelten, Forschungsgeschwindigkeit neue Welten 10%. Ja, Alter. Ja, nehmen wir ihn hier, würde ich mal ganz einfach sagen, weil er der Jüngste ist, ne? So, dann kommt er da noch rein. Den haben wir ein bisschen rausgezoomt. Das sieht jetzt zwar nicht so doller gerade aus, aber der wird ja auch steigen mit der Zeit, oder? Gut, dann haben wir den ersetzt. System erkundet. Ah, da waren wir schon, ne? Das Schiff fliegt ja gerade weiter nach da oben. Das kann weg. Das kann auch weg. Läuft, oder? So,
Wie sieht's denn da gleich aus? Achso, da sind wir auch hin unterwegs, glaub, ne, oder? Ja, da ist er schon angekommen, aber ich glaube, er ist auch gleich wieder weg, weil da ein Feindschiff ist, oder? Ja, er ist schon wieder weg. Feindinformation, Life Tree Protector. Gut, dann würde ich sagen, First Strike, bitte einmal hier hin. Machen wir Pause, das sieht so ein bisschen wichtig aus, Kriegserklärung. Aber das ist nicht gegen uns, sondern einfach die gegen die, ne? Das ist jeder Konglomerate gegen Zuifan-Hegemonie. Zuifan. Jeder Zuifan. Dann gucken wir doch mal auf die Karte. Ob wir das irgendwo erkennen können? Ja, können wir. Jeder ist hier. Ah, die beiden kloppen sich gegeneinander. Oh, das ist nicht schlimm, sollen sie mal machen, ne? Hier unten war auch noch was. Feindinformation, okay. Gut. Gut, das können wir. Ausweichen der Feindflotte. Achso, ja, das waren wir eben. Klar. Dann können wir da nicht hin, das war unser Forschungsschiff. Das wollen wir auch nicht aufs Spiel setzen. First Strike kommt dahin. Was machen wir dann? Das geht glaube nicht. Da waren wir schon. Gibt's hier noch irgendwo was zu entdecken? Ja. Da kann ich wohl nicht hin. Auch schön. Aber hier geht's wahrscheinlich. Ja. So, da müssen wir jetzt das Forschungsschiff hier hinschicken. Erkunde mal das System. Hast was zu tun. So. Und dann müssen wir gucken, dass wir unsere Flotte begutachten, wo die ist. Okay, die fliegen da los, dahin. Und was ist da jetzt los? Warte mal, da stoppe ich lieber nochmal. Das sind schon wieder zu viele Sachen. Negative Bilanz, okay. Kommen wir mit Leben. Oh, Technologie erforscht. Energiesauger. Dann können wir eins von den dreien auswählen. Ja. Biologischer Pfad. Okay. Militärtheorie. Theorie. Plattenkapazitäten plus 10. Flottenkapazitäten, nicht Plattenkapazitäten. Wachstumsdauer. Was ist ein neues Modul? Gute Frage, ne? Also mit der Kultivierung von Feldfrüchten in der Schwerelosigkeit sind sie mich an sich aber nicht unüberwindbar. Okay. Wachstumsdauer minus 10. Ich glaube, wir nehmen das, damit wir mehr Leute schneller kriegen. So, jetzt sind wir hier und haben hier Feindkontakt, oder? Hat mir nicht das Spiel pausiert? Schade, ne? Spacebomb Organetics. 633, wir haben 172. Und was ist da noch? Militärmacht. Ja, dann würde ich mal sagen, da wir sehr stark unterlegen sein werden, machen wir hier mal besser die Biege, ne? Das bringt uns ja nicht weiter. Ach, die sind schon am Kämpfen, oder was? Flottenkampf. Hm, das sieht nicht gut aus. Wieso machen die sowas? Keinen Anführer haben die. Fähigkeit. Zurückziehen. Geht nicht. Dann lass es mal weiterlaufen.
Ich glaube, da kommen wir nicht mehr dran rum, oder? Ist das jetzt was von uns hier, oder was? Nee. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Eigentlich, wenn du denn hier so guckst, dann können wir gleich sagen, ist verloren. Wollen wir gar nicht weitermachen, ne? Zurückziehen. Ja, ein verlorenes Schiff. Okay, das bedeutet, das ist ziemlich schwach, was wir da haben. Dann müssen wir hier wohl hin. Orbitalkonstruktion. Die Korvette. Ja, bauen wir eine, weil wir eine verloren haben, oder? Machen wir gerade Pause, da ist ja schon wieder hier oben ganz viel, ne? Im Einsatz vermisst. Ja, ist die jetzt komplett weg oder nur die eine? Ich glaube nur die eine, ne? Flottenkampfstatistik. Ja, sieht super aus, ne? Die Korvette bauen wir. Ja, lassen wir so erstmal laufen. Und hier sehen wir jetzt First Strike. Und ja. Abwählen, ne, lass mal. Wir sollten dann weiter schauen, dass wir da noch was hinkriegen. Achso, das war das. Kann weg. Laufen lassen. So, das bedeutet, wir sind da oben ziemlich schwach. Problem ist nur, wir können ja stärker werden, nur finanziell muss man sich das auch leisten können, ne? Das ist die nächste Geschichte. Ja, gut. Also, wir müssten dann weiter aufrüsten. Eine Korvette kommt ja. Müssen wir gleich dann mal gucken, wo die hingeht und so. Und ja, ich denke mal, wir lassen es erstmal gut sein. Ah, hier ist noch ein Konstruktionsschiff, kann da sein. Haben wir doch zwei gebaut. Konstruktionsschiff, warte mal, das machen wir aber schnell noch, weil wir haben ja irgendwo noch die Möglichkeit, was zu bauen gehabt. Ich glaube, das war hier. Na komm schon. Ach so, das war diese Welt. Nee, dann sind wir hier verkehrt. Das war nicht hier. Irgendwo anders war das dann. Hier oben? Ich glaube, da oben war das. Nee, das ist ganz falsch. Die sind da schon beschäftigt? Oder auch nicht? Weil da steht's gerade. Die sind da nicht mehr beschäftigt. Das ist fertig. Ah, dann ist beides fertig, ne? Genau. Nee, da kann man nichts machen. Ja, gut. Okay, da müssen wir uns dann um das Konstruieren etc. nächstes Mal drum kümmern, die zwei Schiffe irgendwie versorgen, dass die was zu tun haben und nicht irgendwo rumstehen. Das nehmen wir in der nächsten Folge auf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.